Ja, wir kommen, meine Freunde. Oh Gott, das sieht ja aus, oder? Ich gehe kaputt. Ich gehe komplett kaputt hier oben. Mit so was? Kopf ab, Feierabend. Ja, willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es ist soweit. Wir machen das, was der liebe Komoran gemacht hat und das der liebe Paddy von Paddys Retro-Kanal gemacht hat. Wir schnappen uns eine Flasche Bier. Ich habe verschiedenste Versionen ausprobiert und habe jetzt einfach die Tape-Version auf Diskette rüber kopiert und habe gesagt, probieren wir das. Da funktioniert wenigstens die Zeit, da funktioniert auch das Ding. Das Ding hat keinen Trainer. Und ich würde sagen, wir legen Let's Go los. Paddy hat es geschafft in den dritten Level. Und Komoran in den zweiten. Wir gucken mal, wie weit wir in ungefähr 20 Minuten kommen. Und nach den 20 Minuten habe ich noch was anderes vor. Und zwar werde ich dann die Diskettenseite wechseln. Denn es gibt eine Doriko 2015 Edition. Wo ich gesagt habe, die gucke ich mir mal an dann. Nicht? Also wir machen das hier. Grüße gehen raus an den lieben Komoran, beziehungsweise an den lieben Paddy von Paddys Retro-Kanal. Ich werde wahrscheinlich bald wieder nicht in den Discord kommen können, weil hier Aufnahme und gleich C64 abbauen, Amiga aufbauen und History Line spielen. Also, es ist halt ein bisschen Arbeit. Wenn man YouTube machen möchte, auch als Hobby, ist es manchmal ein bisschen Arbeit. Wir haben gestern, kann ich so ganz nebenbei erzählen, wir haben das Demo-Adventure von meinem D2-Adventure-System fertig programmiert und damit habe ich eigentlich quasi alles durchgemacht, was wir haben. Gut, wir haben die Grafiken nicht gezeichnet, das ist auch richtig. Aber darum werden wir uns kümmern, wenn es denn soweit ist. Pirate Software Service. Ja, Werner Flaschbier. So, wir haben 10 Leben. Wir haben auch nicht viel Zeit. So, gucken wir mal. Okay, also. Ja, ich glaube, ich habe mich gerade verbaut. Das habe ich wohl. So, okay, die Zeit läuft weiter, auch wenn wir das Leben verloren haben. Das ist relativ schön. Tja. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt hier. Ja, aber das ist scheiße, weil jetzt kommen wir trotzdem nicht weiter. Ja, die Zeit läuft weiter, wir sehen es. Die Zeit startet wieder von neu. Gut, ich wollte gerade sagen, die Zeit läuft weiter. Ja, nee, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Ja, das, ja, ich glaube, das, ich glaube, wir werden hier nicht mehr als Level 1 sehen, Leute. Also, erstmal hier Platz machen, das ist ganz klar, den müssen wir erstmal hier machen. Gucci. Dann machen wir erstmal hier Palazzo. Rico Palazzo, ich war nicht schnell genug. Ich war nicht schnell genug. Ah, ja, noch 5 Leben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Wir kommen nicht aus Level 1 raus. Da schaffen wir den Schritt. So.
Ja, aber weiter komme ich nicht. Es muss doch machbar sein. Ich habe Komoran und Patty nicht komplett gesehen. Ich habe so ein bisschen gesprungen, weil ich mich auch nicht spoilern wollte. Ich meine, ich habe es vor langer, langer Zeit einmal gespielt. Also das ist amtlich, das funktioniert. Okay. Okay, aber wir kommen hier nicht raus. Problem ist wirklich dieser eine Stein. Der blockiert mich. Hier der. Der eine da. Da, da, der da, 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 da. Okay. Erneut. Wir probieren es erneut. Okay. Also, da geht ja nicht anders. Den müssen wir so hier rausklabustern. Den kann ich nicht schieben. Also, schieben kann ich die überhaupt nicht. So. So. Warte mal, wenn ich den hier so baue. Nee, komme ich auch nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier falsch mache. Ja, das ist halt immer Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche versucht und andere Ergebnisse erwartet. Das Problem ist halt, ich kann ja hier nicht runter. Zack, bin ich ja eingesperrt. Und auf der anderen Seite bin ich auch eingesperrt. Game over. Nur live. Null Points. Gut, wir probieren es noch einmal. Bitte gerne Pause drücken. Gibt eine Pause-Funktion? Nö, eine Pause-Funktion gibt es nicht. Das Problem ist halt einfach nur, ich kann ja das Ding nicht verschieben. Geht ja nicht. So. Okay. Wenn ich la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 . So. Andere Denkweise. Wenn ich das hier schnell genug. Hier funktioniert es. So. Aber ich kann die ja nicht bewegen. So. Ich müsste unten die links rechts freikriegen. Das Problem ist, sobald ich runtergehe, ist ja das Scheiße, dass dann direkt die Steine nachkommen. Die Fallhöhe ist kacke. Drücken wir es mal so rum aus. Weil ich jetzt hier schenke hier fest. Da komme ich ja nicht mehr hier jetzt. Das ist ja kacke, du. Weiß nicht, wie ich es machen soll. Bin ganz ehrlich. Das Spiel ist nichts für mich. Das habe ich, glaube ich, auch schon damals gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe. Das Spiel ist absolut nichts für mich.
Ja. Was soll ich da noch machen? Da bist du machtlos. Ruhig bleiben. Ja, das Leben habe ich jetzt umsonst verwirkt. Ja, aber ich komme ja da nicht weiter. Leute, komme ja da nicht weiter. So, ich muss mal die Videos von Komoran angucken. Das wird nix. Also nicht auf diese Art und Weise. Naja, ich habe dieses ganz böse gefailt. Werner Flaschbier 1, da ist Komoran und der Patty um 1000 Mal besser. Was ich aber machen möchte, ich möchte mir die Version von 2015 noch einmal angucken. Ich warte, bis unten das Ding weg ist. Das dauert immer seine Zeit, bis die Beschreibung da unten weg ist. Das kann dauern. So. Und zwar Werner 2015 TAT. Ben Dir Werner. Okay. Wir werden die Version jetzt mal starten. Das ist die Doriko-Version, soweit ich es mitbekommen habe. Und die gucken wir uns das mal an. Vielleicht kann ich die ja wenigstens. Es muss eine kinderleichte, babyleichte Version für mich geben. Also Werner Flaschbier ist definitiv nicht mein Spiel, haben wir heute festgestellt. Ja. Und jetzt versuchen wir diese Version. Das ist das Geile an der ganzen Aktion. Ich bin jeden Morgen, auch Samstag und Sonntag, wenn ich ausschlafen kann. Ich bin morgens um 5 wach. Bin wach. Mir tut das Kreuz weh, mir tut alles weh, ich muss aufs Klo. Und dann, morgens um 9:30 Uhr, so müde. Aber ich weiß, wenn ich mich jetzt hinlege, dann habe ich heute Nacht wieder Probleme mit dem Schlafen. So. Wie sage ich immer, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich frage mal für einen Freund, lädst du überhaupt noch? Ah. THT, The Retro Team aus Oldenburg. Werner Spiel wurde am Commodore 64 Reloaded Board am 7.11.2015 von Ben Eric, 9 Jahre alt, und Dirk, Papa, Alter, egal, erstellt. Das Spiel wurde mit dem Joystick in Port 2 per Feuerknopf gestartet. Bitte viel Spaß. Okay. Komm, kann ich kaputt machen? Nein, nicht schnell. Also, das von einem Neunjährigen erstellt wurde. Respekt. Also richtig Respekt, Leute. Okay, versuchen wir es anders. Wir rennen zuerst ganz runter. Lalalala, lalal, 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 lalal. So, den habe ich. So, den habe ich auch. Level 1 geschafft! Der Neunjährige ist ein Sadist, kann das sein? Ich frage meinen Freund. Thank you.
Nein, ich habe mich, wieso haben die mich gekriegt? Scheiße. Okay. Nein! Ich hab doch eben hingekriegt. Mann. Bleib ich Frieden. Fertig. Ja, das sind Level, die schaffbar sind. Nein. Ich sag's noch. Runter rechts, runter links. Jetzt war ich da! Bin so bescheuert, bin so bescheuert. Bin so doof. War doch ganz einfach. Nein, das war zu früh. So, dann machen wir den hier. Ich will diesen Level noch schaffen. Ich will diesen Level noch schaffen. Komm. Das ist schaffbar. Die Level sind alle gar schaffbar hier. Die sind klasse. So. Bin so ein bisschen konzentriert, Leute. Entschuldigung. Der Level ist auch geschafft. Das ist awesome. Nein. So, Game Over. Wir haben 292 Punkte geschafft. Level 4. War das jetzt Level 4? So, nochmal. Liebe Freunde. Das Retro-Team aus Oldenburg. Nochmal. Das muss man sich jetzt überlegen. Das wurde von einem Neunjährigen programmiert. Gut, der Papa hat geholfen. Aber trotzdem. Wenn das Kind 9 ist, sagen wir mal, der hat es mit 18 gekriegt. Dann ist er jetzt 27, 28. Ich bin jetzt Papa und Großvater von zwei Enkelkindern und bin 46. Ich muss sagen, Respekt an den Neunjährigen, an den Ben Erik und an den Dirk. Also, super gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen und ich würde sagen, ja, der Komo Run und der Penny waren definitiv beim Original Werner viel besser als ich. Und das hier hat aber auch tierisch Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Potty Potwool. Bye bye.